Schorsch Niedrig, ihr seid Präsident vom Verein Lebensraum Wallis ohne Grossraubtiere und euer Privatschafzüchter. Wir sind in einer Ausstellung, wo die Menschen zu ihrem Verhältnis vom Wolf erzählen. Wie ist euer Verhältnis zum Wolf? Also mein Verhältnis ist sicher sehr zwiespältig, aber vor allem als Schafzüchter. Aber als Bewohner von der Randregion kann ich wieder feststellen, dass das Zusammenspiel zwischen der Bevölkerung und dem Wolf so nicht funktioniert und wir für das neue Ansatz brauchen. Ihr seid schon ein super Jahr engagiert. Wie hat sich eure Arbeit in den vergangenen Jahren verändert oder was kommt noch auf euch zu? Hat sich natürlich als Schafzüchter massiv verändert. Früher war ich vor allem der Arbeit von der Landwirtschaft widmen, voll. Und heute müssen wir einen grossen Teil von unserem Aufwand, also vom Mehraufwand, müssen wir auch bei der ganzen Herdenschutzproblematik widmen und viel mehr Kontrollen durchführen. Das hat sich natürlich massiv verändert und ist eigentlich so auch für die Landwirtschaft nicht zumutbar. Ihr habt jetzt hier super Eindruck bekommen, einmal andere Meinungen gehört. Was ist etwas, was auch jetzt speziell bleibt von der Ausstellung? Also muss ich erst einmal sagen, ich bin eher überrascht, wie vielfältig das Thema hier in der Ausstellung abgehandelt ist. Also man denkt alle oder probiert alle Facetten aufzuzeichnen, die das Thema Wolf mit sich bringen. Also von daher sind eher positiv überrascht. Das Thema ist eigentlich mir alle bekannt. Das ist eigentlich nichts, was ich jetzt hier feststelle, was ich jetzt nicht kennt habe. Aber es sind doch verschiedene Äußerungen gefallen, zum Beispiel von der Uni Lausanne, wo Hito hier feststellt oder sagt, dass man unterschiedliche Untersuchungsmethoden macht von der DNA zwischen zum Beispiel Schweiz und Frankreich, dass das nicht ganz einheitlich ist. Und das ist doch überraschend und entspricht eurer Feststellung, wo wir sagen, wir brauchen europäisch eine klare Koordination und Organisation von all diesen Kontrollen.